Ja, nochmal vielen Dank an Massimo Fusillo für den wunderbaren Vortrag, der ja sehr klar gezeigt hat, wie sich diese Zweipoligkeit von Mythos und Logos auf ganz vielfältige Weise in dem Film spiegelt. Also natürlich einerseits die Protagonisten Jason und Medea, andererseits diese Wiederholungsstruktur, also die Traumvision der Rache und dann die Realität von Medeas Rache. Ich würde die Diskussion gerne beginnen mit einer Frage zu diesem Selbstmord der Glauke. Ich finde es nämlich interessant, dass Glauke ja Medeas Gewänder anlegt, in den Spiegel schaut, sich mit Medea identifiziert und dann aus Gewissensbissen Selbstmord begeht. Diese Szene hat mich nämlich im Nachhinein erinnert an eine, die wir hier gesehen haben, nämlich in Salon. Da ist es ja so, dass diese Frau, die Klavier spielt, die Klavierspielerin, diese grauenhaften Folterszenen beobachtet, durch die dann die jungen Leute umkommen, die Opfer, und sie springt dann aus dem Fenster. Und wir hatten in unserem Seminar ja diese Szene dann auch gedeutet als eine Szene, in der letztlich als eine Identifikationsfigur für den Zuschauer. Also dem Zuschauer wird angeboten, sich mit dieser Zuschauerin zu identifizieren, die dann aussteigt. Also sie springt aus dem Fenster oder sie steigt aus dem Film aus. Das wäre natürlich, also könnte man diese Szene als eine Vorwegnahme dessen sehen, was in Salon dann passiert, beziehungsweise ist Glauke dann für uns eine Aufforderung, uns mit Medea zu identifizieren? Ja, ich denke, dass Glauke so eine sehr wichtige Rolle spielt. Also im Vergleich mit Euripides, in der Tragödie von Euripides spielt sie wirklich keine Rolle. Und diese Identifikation ist sehr wichtig. Und Pasolini wollte meines Erachtens ein bisschen ein bürgerliches Drama darstellen. Das ist so, in einem Film haben wir die Vorgeschichte des Dramas, so die rituelle Wurzel des Dramas, die Vorgeschichte des Theaters und gleichzeitig auch das moderne Theater. So Glauke ist eine zerrissene Figur, wie eine wirklich sehr moderne Figur. Und man muss auch sagen, dass diese Rolle von Glauke auch von einem italienischen Dramaturg geprägt ist. Es ist nicht so bekannt, Corrado Alvaro. Und Pasolini zitiert ihn nicht, aber er hat ihn beeinflusst, weil in La Lunga Notte di Medea, das ist ein Drama, das ist ein sehr interessantes Drama, auch mit der Musik von Pizzetti, das ist in den 50er Jahren, also auch eine sehr wichtige Darstellerin, Viktoria Pavlova, hat dieses Drama gespielt. Und diesen Drama begeht Glauke Selbstmord. Und es ist auch, und in diesem Drama gibt es diese Identifikation, diese Schuldgefühle. Aber natürlich hier ist komplexer im Vergleich mit Alvaro. So, es gibt diese, meines Erachtens, diese Idee, das bürgerliche Drama, die Psychologie, die nach dem Ritus kommt. Ja. Und die andere Sache, die Sie gefragt haben, betrifft den Blick. Ja. Ich bin ganz einverstanden. Der Blick spielt eine wichtige Rolle im Film. Und man kann natürlich diese Rolle von Glauke als Vorwegnahme des Salon auch betrachten. Aber der Blick spielt eine wichtige Rolle. Am Anfang der Bruder
der Bruder sieht, so, schaut dem, den Jungen, der natürlich die Menschenhoffnung, also die, und dann der Bruder schaut auch Jason, und so, es gibt, der Blick spielt eine wichtige Rolle, und es ist auch eine, ja, und ich denke, dass, ja, Sie haben recht, Glauke, diese Szene am Spiegel und die Weinen, so, es ist ein Spiel innerhalb des Spieles, die natürlich uns als Zuschauer provoziert. Ja, bevor es Fragen aus dem Publikum gibt, noch eine Sache. Vorhin haben wir gesagt, es gibt zwei Enden dieses Filmes. Welches haben wir denn gesehen? Was ist das andere Ende? Ja, es gibt, es ist ein Ende, fast kein glückliches Ende, aber nicht so zerstörerisch wie dieses. Es ist ein bisschen mehr in Richtung Rettung. Ja, aber das ist, wurde ziemlich so, das ist entdeckt, so nicht so eben. Ich habe nur einmal gesehen, so, ein bisschen noch überlegen über diese Bedeutung von diesem anderen Ende. So, ein bisschen mehr traditionell in Richtung Euripides, so Rettung, und hier ist es natürlich mehr tragisch. So. Gibt es Fragen? Ja. Ja, von mir auch nochmal vielen Dank für Ihren Eröffnungsvortrag. Ich habe in einem Interview auf Raiuno mit Pasolini gelesen, einen Kommentar von ihm, da sagt er explizit, das ist ein Film gegen Rassismus, den ich gemacht habe, und ist ganz klar, Medea ist das Objekt des Hasses, sie wird in eine Gesellschaft eingezwängt, die sie nicht haben will, aber ich hatte mehrmals das Gefühl, dass es gleichzeitig auch um Identitätskrise und spirituelle Krise geht, weil, also ich befürchte, vielleicht interpretiere ich auch viel zu viel da rein, aber gerade zu Beginn hatte ich den Eindruck, dass da viel christliche Symbolik vorkommt, also der Zentaur, der den Stammbaum aufzählt, dann die Medea, die diesen beschwerlichen Weg zum Tempel hinaufgeht, wie eine Via Crucis. Oder dann auch im Tempel die Malereien, also Figuren mit Heiligenschein und Kreuzen. Und ich frage mich, wie passt das da rein? Also soll das vielleicht eine Kontinuität suggerieren, also vom antiken Griechenland zum heutigen katholischen Italien? Und wenn ja, also wenn sie die Repräsentantin von diesem christlichen Glauben ist, wie passt sie da rein? Also ist sie vielleicht so etwas wie eine Revoluzerin? Ja, als er gesagt hat, dass der Film gegen Rassismus war, natürlich hat er an der anthropologischen Bedeutung dieses Mythos. Aber seine Version ist nicht so thesenreich, nicht so explizit antirassistisch wie andere natürlich. Es gibt viele, wahnsinnig viele Versionen, in denen sie als Immigrant, als Fremde, als so sehr politische Versionen, sehr explizit politische Versionen. Seine Version ist mehr anthropologisch und religiongeschichtlich. Und Pasolini hatte diese Idee, dass eine Kontinuität zwischen griechischen Mythos und Christentum, vor allem in der Ritualität, in den Symbole, und er hatte immer diese Synkretismus von Religionen, er wurde von diesem Synkretismus von Religionen fasziniert. Also er wollte
diese Kontamination von Kulturen in Medea zeigen. So christliche Symbole, dionysische Symbole natürlich, der Fakt, dass der Körper von diesem Jungen ist zerstückelt, ja. Das ist Zerstückelung. Diese Zerstückelung ist dionysisch, das auf Griechisch, auf Altgriechisch ist Paragmos. Das ist ein, also Dionysus wurde zerstückelt und dann wieder zusammengesetzt. Und das ist natürlich ein dionysisches Symbol, auch in der Passion Christi wieder finden kann. Und dass diese Kontamination, diese Kontinuität, also seine Idee war, dass diese Kontinuität typisch für eine bäuerliche Kultur war und dass die Industriegesellschaft, die Konsumismus und wissenschaftliche Wunder haben in 10 Jahren eine Kultur von 1000 Jahren zerstört. So, das war seine Idee. So, also eine Kontinuität zwischen griechischem Mythos, christlicher, bäuerlicher Kultur, Dritte Welt und diese moderne Industriegesellschaft, die das Heilige zerstört hat. Dankeschön auch für den Vortrag. Sie haben jetzt in Ihrer Präsentation im Vortrag am Anfang gesagt, dass es ein sehr postmodernes Werk sei, dass das nicht als hegelische Synthese zu verstehen sei. Sie haben aber mehrfach den Begriff der Antithese verwendet. Und ich frage mich an vielen Stellen, wo ist die Postmoderne in diesem Film zu sehen? Also ich habe viel der klassischen Moderne eben gesehen, das apollinische Prinzip, das dionysische Prinzip, eben auch diesen vermittelten Gegensatz von Kultur und Barbarei, der ja bei beiden Kulturen immer wieder angezeigt wird. Also auch die Barbarei fesselt schon und hat damit was Zivilisiertes. Und die Kultur, wie sie im alten Griechenland dargestellt wird, ist eben was doch relativ Barbarisches. Und ich wüsste gerne, was ist das typisch Postmoderne, was Sie jetzt herausgestellt haben, das Strukturalistische? Warum ist das nicht klassische Moderne, die der Marxist Pasolini verarbeitet, sondern was ist daran jetzt typisch postmodern, so wie alles andere heutzutage? Warum ist es nicht modern in dem Sinne? Ich habe das Wort postmodern nicht gebracht. Dann habe ich mich völlig verhört. Ich habe das gehört am Anfang Ihres Vortrags. Ich habe Strukturalismus erwähnt, weil diese Liebe für Zweipoligkeit typisch strukturalistisch ist, aber nicht postmodern. So Er hat gesagt, ich glaube an die hegelianische Synthese nicht mehr. Ja, das ist strukturalistisch, aber nicht postmodern. So diese große Zweipoligkeit ohne eine Synthese zu haben, natürlich. Das okay, danke schön. Darf ich das aber aufgreifen? Also zum einen ist ja vielleicht was du ja gesagt hast, ist, dass dieser Film weniger klassisch ist, also in dem Sinne, dass man diese strenge Tragödienstruktur nicht mehr findet. Also ich finde die Frage nach der Dialektik oder Nicht-Dialektik doch auch interessant, ja. Denn es gibt Jason, es gibt Medea, aber es gibt ja auch die Kinder. Was ja einen ja zunächst mal doch dazu bringen könnte, es gibt ja doch ein Dreier-Schema. Oder aber auch Jason, Medea und Glauke. Andererseits werden die Kinder ja vielleicht gerade deswegen umgebracht, müssen sie umgebracht werden, weil diese Gegensätze unversöhnlich sind, weil man sie nicht versöhnen kann. Und das würde dann dieses Dreier-Schema doch wieder aufheben. Ja,
ich bin einverstanden. Ja, das ist ja, ich habe nicht, ja, tatsächlich ist die Zweipoligkeit der, das, so, das Herz dieses, dieses Filmes. Aber man kann natürlich auch einige drei Geschichten, so eine, manch, ja, wenn man Glauke oder Kinder hereinbezog, kann man auch von, aber man kann nicht von, von einer Synthese sprechen, natürlich. Es gibt keine Versöhnung. Ja. Massimo, ja, eine kleine Frage. Du hast in dem Vortrag diese Überblendungen erwähnt. So ein filmisches Mittel, was Pasolini meiner Meinung nach wirklich selten anwendet, wenn überhaupt in sein Oeuvre. Da bin ich nicht 100% sicher, aber es ist scheint mir sehr ungewöhnlich. Könntest du uns was dazu erzählen, wie du das in diesem Film verstehst, wie das wirkt, warum filmisch er zu so einem Mittel greift? Ja, die Kopie war sehr gut und man hat diese Überblendungen ganz klar gesehen. Ja, sind für meines Erachtens sind Zeichen, dass der Teil eine Vision ist, eine Halluzination ist, ein Traum ist. Und natürlich kann man auch sie so deuten, weil so die Überblendung ist ein magisches Mittel, so eine hat also mit der Magie zu tun, weil es ist die Verschmelzung zweier Substanzen. So. Es ist, ja, ich denke natürlich an den berühmten Buch von Edgar Morin über Kino und Magie, so dass Kino immer etwas Magisches hat. Und das Pasolini hat auch über in seine theoretischen Schriften über Kino hat er manchmal betont, dass Kino eine barbarische Kunst sei und eine träumerische visionäre Kunst sei. Und Überblendung. Aber ich glaube, dass er als Zeichen, dass wir einen Traum. Es ist immer schwierig, im Kino einen Traum zu zeigen, natürlich, weil der Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit ist manchmal nicht so leicht zu verstehen. Und die Überblendung haben diesen Zweck, aber gleichzeitig sind magisch, weil die erste Rache magisch und mythisch ist. Ja, ich kämpfe auch ein bisschen mit der Dualität oder dem Dualismus. Ist es richtig, dass Jason eigentlich ein Sohn von Aeolus ist, also vom Wind? Wenn ich das richtig erfasst habe, bei der Chiron sagt ja, du kommst, also in der Geschichte bringt er den Ursprung sozusagen der Familie oder des Clans, der Sippe von Jason, also vom Wind, von Aeolus. Dann hätten wir sozusagen, sehe ich drei Elemente in diesem Film. Da ist das Wasser, das ab und zu mal, also ganz am Anfang ganz deutlich wird, dazwischen auch, als die wieder zurückkommen, glaube ich, nach Korinth oder Iolcis, ich weiß nicht genau. Lustigerweise ist beim Eintritt der Kinder in das Baptisterium von Pisa, ist der Vorraum, also der Hof nass. Das finde ich ganz lustig. Also deshalb ist mir das aufgefallen mit dem Wasser. Und das dritte ist das Feuer, also das ist Helios, ne? wo sie, also die Medea, zusammenhängt. Also ist das eine Möglichkeit, dass man auch eine Trilogie oder eine Tripedie, ein Dreifuß sozusagen, konstruieren kann? Das zweite ist, geht genau ins Gegenteil. Wenn ich Girard richtig erinnere, dann hat er die These der Schuld sozusagen, die sich von der Archaik bis zur Moderne durchzieht. Und da sehe ich bei dem Opfer, beim Opfer in Kappadokien, also dieser ersten Szene, sehe ich, dass der Priester ihn bemalt mit Rot und mit Gelb.
Und das sind die, das sind zwei Farben, die ja sozusagen typisch sind für die Kostüme. Die kappadokische Situation ist erdbraun hauptsächlich. Die jolgische ist gelb und rot, glaube ich. Und die dritte ist dann blau und grün und rot eben auch. Ne? Also könnte man das so deuten, dass praktisch diese Schuld quasi von der Archaik bis zur Moderne sich durchzieht? Und die Frage dann, die ich habe, wieso kommt Jason oder appelliert Jason am Schluss an Medea mit Gott? Er sagt also, um Gottes Willen sozusagen, lass mich die Kinder begraben. Und dann lehnt sie das ab. Also wie kommt er plötzlich auf Gott? Das ist mir völlig schleierhaft. Ja, ich denke, dass die zwei Elemente, die zwei wichtigen Elemente Wasser und Feuer sind. Wind spielt keine große Rolle. Also Aiolos als Urvater, aber symbolisch sind diese zwei Elemente sehr wichtig. Also Medea ist Feuer, natürlich ist Feuer. Feuer spielt eine wichtige Rolle in der Menschenopferung, im Ritus, in der Verliebtheit und auch im Traum und am Ende in der Kindermord, im Kindermord. Ja, aber es ist. Runterkommt oder der König Reon, dann hat er immer einen Staubfahne um sich. Während bei den Frauen ist das nicht so. Also deshalb komme ich auf die Idee mit den Bienen. Das zieht sich irgendwie durch. Ja, aber ja, kann sein. Ich kann überlegen, aber meines Erachtens spielt Wasser eine wichtigere Rolle. So. Aber Feuer sicherlich für Medea und dann vielleicht Wind und was. Und ja, ich glaube nicht, dass diese Schuld vom Anfang bis zum Ende, ich glaube, dass diese Gewalttätigkeit, diese Menschenopferung eine heilige Gewalttätigkeit ist. Nach Pasolini natürlich, Auffassung. Und die andere Gewalttätigkeit, eine Parodie, eine abnorme Wiederholung, weil die Gewalttätigkeit die heilige Bedeutung verloren hat. So. Warum Jason am Ende Gott sagt, natürlich, weil diese Tötung seiner Kinder sein Skeptizismus, seine skeptische Haltung auch getötet hat. Und vielleicht das. Ja, ich möchte auch noch mal zurückkommen auf die sakrale Gewalttätigkeit. Sie haben in Ihrem Vortrag, was ich sehr aufschlussreich fand, eben betont, dass diese Tötung der Kinder wieder anschließt oder eigentlich ein Ritual ist, also die innere Notwendigkeit des Rituals zeigt, also in dieser gemessenen Stimmung, in der das abläuft. Und das würde ich nochmal verbinden wollen mit diesen vorherigen Opferszenen, also dieses anfängliche Menschenopfer, das ja tatsächlich, wie ja schon gesagt wurde, so christliche Elemente hat auch, oder also ja. an Messzeremonie erinnert, auch mit diesem Tunken der Hände in das Blut und so weiter. Also mir scheint, dass Sie ja mit dieser Tötung der Kinder ja auch eben doch so was wie Ihre Autorität als Magierin zurückgewinnt. Ich glaube, das würden Sie auch so sehen, ne? dass Sie auch mit dieser Traumvision und mit diesem Dialog mit Ihrem Gott dann wieder dann doch triumphiert, auch wenn es
sozusagen der Wahnsinn ist, der da triumphiert, aber es ist ja doch auch wieder eine Wiederherstellung von einer Totalität, die in diesem Menschenopfer gezeigt wird, wo ja die Teile des Körpers dann befruchtend wirken, also die werden ja dann wird das Blut auf der Vegetation verteilt, das soll ja offenbar so ein Fruchtbarkeitszauber sein, also es wird sozusagen der Mensch zurückgegeben in die Natur, um die Natur in ihrem als schöpferisches Prinzip sozusagen zu unterstützen, ne? So sehe ich das, ist ja eigentlich, und da sehe ich eigentlich die Utopie eher, also in dieser Ganzheit der Natur, die sie ja verliert, wenn sie mit Jason geht. Und könnte man da nicht eher sagen, also ich habe mich deshalb etwas gewundert, weil sie ja auch sozusagen die Medea als Identifikationsfigur, als die Heldin, als die positive Heldin charakterisiert haben. Auf der anderen Seite aber Utopie bei Pasolini jetzt in, wie haben Sie gesagt, also in der Konstellation oder in der Gleichzeitigkeit von Sakralem und Rationalem gesehen haben. Also Sie meinen, dass das die Utopie für Pasolini in dieser in beidem, also in der Konfiguration von beidem liegt. Das würde aber doch dem widersprechen, dass Medea eigentlich die ganze Sympathie hat, oder? Also ich sehe eigentlich die Utopie eher in diesen Kollektiven, die dann ja auch immer wieder auftauchen. Also ist eigentlich nicht der Sündenfall, so könnte ich es vielleicht zuspitzen, die Frage, ist nicht der Sündenfall auch die Paarbeziehung zu Jason, diese, ne, also auch ne, die heterosexuelle Paarbeziehung, die sie eben aus ihrer Kultur herauswirft und was ja in diesem zweiten Mord an dem Bruder deutlich gemacht wird, wo die Zerstückelung ja eben nicht mehr dem Ganzen der Natur dient, sondern nur eben die Verfolger abhalten soll, die das alles wieder aufsammeln müssen und so können die ja dann auch fliehen. Ne? Also es ist für Jason, vollführt sie ja diese Zerstückelung, diese Opferung des Bruders, während es ja in ihrer Kultur einen ganz anderen, also kollektiven Sinn hat. Und zudem kehrt sie ja vielleicht am Schluss zurück, wenn sie die Kinder ermordet, ermordet sie sozusagen eben diese Frucht dieser Paarbeziehung, die eben eine falsche Vereinzelung war, ne? Also im Sinne jetzt dieser modernen Gesellschaft, die eben auf diese Zweiheit setzt. Also ich sehe in diesem Film immer überall diese Gruppen, ne? Diese Kollektive als utopisches eher. Ja, ich habe gesagt, dass dass nach Pasolini, dass die Utopie, die pasolinische Utopie, die Synthese archaischer und moderner Kultur ist, weil so am Anfang war, so, weil als er mit der griechischen Tragödie angefangen hat, hat er mit der Orestie sich beschäftigt und er hat diesen Brief des Übersetzers, als er die Orestie übersetzt hat für eine Theateraufführung in Syrakus mit Vittorio Gassman, hat er diesen Brief des Übersetzers geschrieben und er hat gesagt, ich mag Aeschylus, weil am Ende diese Verwandlung von Erinnern, von Furien in Eumeniden, das ist mein politisches Programm. Das ist die Synthese von archaischer Kultur und moderner Kultur. Das war seine Ideologie. Aber im Laufe der Zeit wurde er immer und immer so mehr und mehr fasziniert von der archaischen Kräfte und von dieser auch von dieser tragischen, Unmöglichkeit zu versöhnen. Diese Synthese ist unmöglich geworden für ihn. So. Und in Medea ist für mich der Höhepunkt dieses Weges. In Medea ist seine Sympathie nur für Medea. Ja, das ist, und
deshalb auch, es ist interessant, was Sie gesagt haben über die Zerstückelung um den Ritus. Ja. Am Anfang ist Ritus, ja, in der, es ist die, ein Ritus für die Fruchtbarkeit der Erde und auch ein Ritus, es ist ein Fest natürlich, diese Masken, auch es ist ein Fasching ein bisschen auch, die verkehrte Welt. Ja, sie sind mit Masken und das ist auch die verkehrte Welt, weil die mächtigen Opfer sind. Medea ist am Kreuz und sie sind auch diese. Und das ist ein Ritus, in dem alles harmonisch ist. Ja. Und die Zerstückelung, die Gewalttätigkeit spielen eine Rolle in dieser. Und die anderen sind Wiederholungen. Auch, ja, ich bin einverstanden, ja, dass sie am Ende diese Rolle diese magische Rolle wieder teilweise wieder hat, aber nur teilweise, weil natürlich die Tötung der Kinder ist kein harmonisches Bild, es ist kein kollektives Ritus, es ist eine Wahl. Aber so seine Version ist sehr, so es ist nicht so gewalttätig, es ist sehr, wie ich gesagt habe, es ist ein sanftes Rituell. So. Oribes hat den Kindermord erfunden. Es gibt auch eine Stelle, die sagt, dass man ihn bezahlt hat, um diese Variante zu erfinden. Weil vor Euripides wurden die Kinder von dem Leute getötet, also nicht von dem Korinther getötet, nicht von Medea. Und diese Erfindung ist meines Erachtens auch sehr tragisch. Die tragische Kraft des Mythos kommt aus dieser Erfindung. Natürlich hat Christa Wolf aus feministischen Gründen wollte zeigen, dass diese abnorme Gestus, Kindermord, nicht ursprünglich war. Es gibt eine riesige Literatur, jetzt, nach Christa Wolf Roman, die Anfang 90er Jahre war hier. Ich würde jetzt gerne auch noch was fragen, aber ich stelle meine Frage zurück, weil der Herr schon sehr lange. Danke fürs Mikrofon bringen. Die Frage geht wieder ganz zurück zum Visuellen. Der fällt auf, der fehlt durch die Macht der Gesichtstotalaufnahmen und die korrespondieren mit dem fast nackten Körper und dann wiederum korrespondieren mit der Kleidung, die immer gleich zum Ornament wird. Und da muss immer so Bezug dastehen, irgendwie der Trinität, Ornament, Schmuck, Nacktheit und dann das Gesicht immer wieder. Ist es auch ein Schlüssel zur Deutung des Mythos, des Figurativen? Ja. Ja, ja, es kann sehr interessant, ja. Man kann diese Zerstückelung vom Körper auch immer so, ja. Das stimmt. Ja. Ich kann auch warten. Okay. Bitte. Bitte. Ja, ich wollte fragen, kann man das Thema Opferung nicht vielleicht auch als rein strukturalistisches Element der Handlung sehen? Weil die Opferung der Kinder, die kommt ja auch im Mythos vor. Und da gibt es auch eine andere Interpretation, nach der sie das macht, um die Kinder davor zu bewahren, wieder in die Hände der anderen Gesellschaft zu landen. Und auf der anderen Seite dient das aber, glaube ich, auch der Charakterisierung dieser archaischen Community, weil da wird ja ganz klar ein Kontrast aufgezeigt zwischen dem, was Tradition, was Ritus, was das Kollektive ist,
Und der, der geopfert wird, der wehrt sich auch kaum. Also der wirkt wie in spiritueller Ekstase. Und auf der anderen Seite, als sie ihren Bruder auf dem Karren tötet, das ist ja eine Hinrichtung ohne Zweck. Ja, ja, es ist diese Version, diese Interpretation, in der sie die Kinder tötet, um sie zu bewahren, ist auch diejenige, die bei Alvaro, das man bei Alvaro lesen kann, in diese La Lunga Notte di Medea. Sie tötet die Kinder, um sie zu bewahren. Ja, die Hinrichtung von des Bruders ist, dieses Bruders ist besonders, ist eine Mittelphase natürlich. Ja. Es ist eine Vorankündigung des Kindermordes, aber es ist auch ein bisschen wie ein tragisches Zitat vom Ritus. Ja, zunächst einmal, also grundsätzlich lässt mich das der Film natürlich auch an Georges Bataille denken, also an sein Konzept archaischer Gesellschaften und der Rolle des Opfers, die eben in archaischen Gesellschaften noch dazu dienlich war, das Heilige zu erfahren. Das ist ja genau hier der Fall. Aber eben integriert war fester Bestandteil einer ja durch Arbeit bestimmten Gesellschaft, die, sagen wir mal so, tagsüber der Produktivität gewidmet ist, aber eben diesen Teil des Opfers braucht. Im Film hier wäre es ja jetzt so, dass aber eben diese beiden Bestandteile dann ja nicht mehr zusammenfallen würden. Also, wir haben ja gesagt, das ist nicht mehr versöhnlich miteinander. Und das Opfer verliert eben seinen Sinn in der rationalen Gesellschaft. Ja, sonst. Das zunächst einmal. Andererseits haben wir vorhin ja, glaube ich, gehört, die Darstellung Medeas ist relativ innovativ als solche und insofern, als dass Medea eben auch als Sympathieträger dargestellt wird. Und damit sicherlich abweicht, denke ich, von traditionellen oder klassischeren Darstellungen des Mythos, wo Medea ja auch durchaus als femme fatale auftritt, als grausame, dämonische Frau. Aber ich frage mich, ob der Film dann nicht trotzdem eben noch relativ konventionell teilweise in der Darstellung ist, indem eben zum Beispiel eben die Welt des Irrationalen, des irgendwo auch barbarischen, eben dem weiblichen Prinzip zugeordnet wird und dann natürlich die Welt Jasons, das Prinzip der Ratio, das männliche ist. Und das sieht man ja schon allein an der Kostümierung Jasons, des Phallus-Symbols, das, wie ich finde, einem sehr doch ins Auge springt. Ich frage mich da, ob das trotz und alledem eben aufgrund der Sympathielenkung zugunsten Medeas eine Erneuerung des weiblichen Prinzips ist oder, eben trotz und alledem doch Relikte einer recht, ja, konventionellen Ansicht der Geschlechterprinzipien darstellt. Ja, das ist auch sehr umstritten. Die feministische Kultur hatte viele Probleme mit diesem Mythos. Es wurde normalerweise betrachtet als eine typische männliche Projektion. Und deshalb hat man auch mit Christa Wolf mit anderen feministischen Versionen die Varianten ohne Kindermord entdeckt. Und ich weiß, natürlich gibt es diese Kontrast männlich-weiblich, aber im Allgemeinen ist Medea für Pasolini ein Symbol der archaischen Kultur insgesamt, nicht der weiblichen Kultur. Auch diese
bäuerliche Kultur, diese, die wir am Anfang sehen, ja, so ist nicht weiblich, männlich und weiblich, natürlich mit einer strengen Unterschied zwischen, aber es ist eine Pasolini wollte ein harmonisches Bild zeigen und ein harmonisches Bild, in dem männlich und weiblich zusammen sind. Ja, das ist ja, natürlich kann ja, man könnte natürlich sagen, dass ja, weiblich hier mit der Leidenschaft verbunden ist, aber diese Medea ist nicht besonders leidenschaftlich, sondern besonders dämonisch. Es gibt natürlich die barocke Tradition, ist die Seneca und barocke Tradition ist sehr dämonisch, sehr, aber diese ist ja, es ist immer, es ist ein bisschen, es ist mehr ein Film über die Entwurzelung aus einer archaischen Welt. Dankeschön. Ja, ich wollte mich zuerst nochmal für den wirklich wunderbaren Vortrag bedanken. Danke. Ich wollte nochmal auf dieses Thema, was wir gerade schon angesprochen haben, mit dem Übertrumpfen am Ende des Films zu sprechen kommen. Und zwar, worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, worauf aber auch irgendwie bisher bei Pasolinis Film nicht groß eingegangen wurde, war die Musik, die, wie ich finde, in diesem Film eine sehr wichtige Rolle spielt, weil sie ja sehr charakterspezifisch ist. Weil sie demonstriert nicht nur die eigene Kultur, sondern auch direkt die Person. Und zwar einmal die Person Medeas und dann die Person Jasons, denen jeweils eine bestimmte Musik zugesprochen wird, die dann auch direkt ankündigen, welche Person gerade agiert. Und ich finde, am Ende des Films, bevor Medea ihre Kinder opfert, wird ja von dem dritten Jungen, der eigentlich, weiß ich nicht, weiß, was der für eine Rolle in dem Film spielt, der ja diese Laute spielt, das ist ja die Musik Jasons. Daraus würde ich quasi folgern, dass die Kinder von ihrer Erziehung und ihrem Stil eben dem Lebensstil Jasons entsprechen. Und erst nachdem Medea ihre Kinder geopfert hat, erscheint ja quasi wieder ihre Musik, die ja auch deswegen spezifisch ist, weil Medea ja in ihrer Kultur die Weihepriesterin ist und die Musik immer dann auftritt, wenn ein Opfer dargebracht wird. Und deswegen würde ich das am Ende des Films doch nochmal bestärken, dass Medea eben doch über Jason und seine Kultur eben triumphiert, weil eben diese Opfermusik im Hintergrund eingespielt wird. Ja, ich bin ganz damit einverstanden. Die Musik spielt eine wichtige Rolle. Es ist der einzige Film, in dem Herr nur so keine westliche Musik benutzt hat, nur diese, die heute, wir nennen das ethnische Musik, aber das ist eine umstrittene Kategorie, so die, sagen wir, nicht westliche Musik. So die, und der Kontrast ist sehr absichtlich. Jason und Griechenland haben nur Lauten und Stimmen. Und das sind japanische Musik. Das ist japanische Musik. Und Medea und die barbarische Welt, die kolkische Welt, haben nur diese tibetanische Musik. Das sind Bläser und Perkussion. Und ja, Pasolini hat diese Musik zusammen mit Elsa Morante, diese Romanschriftstellerin, eine sehr gute Freundin von ihm, gewählt. Elsa Morante hatte diese riesige Sammlung von UNESCO, von Musik aus aller Welt. Und sie haben und es gibt auch diese bulgarische Musik für die Frauen, die singen in der kolkischen
In der ersten Phase, ja. Auch persische vielleicht, ja. Ohne mir Feinde machen zu wollen, aber ich höre immer wieder den Begriff archaische, barbarische Verhältnisse. Ich möchte daran erinnern, dass noch vor nicht mal 150 Jahren in den USA, in Südstaaten Sklaven umgebracht wurden oder in manchen indonesischen Stämmen, weil wir von Ethnologie reden. Ich finde nicht, dass das barbarisch ist, sondern ich finde, das ist irgendwo auf einer Zwischenstufe der Entwicklung, was da dargestellt wird. Nicht die Ursprünge und auch nicht ein paar tausend Jahre danach, sondern vielleicht zur Zeit der Griechen, kurz davor, wie auch immer. Darüber zu streiten, würde jetzt nirgendwo hinführen. Aber um nochmal diesen Begriff zu erwähnen, barbarisch, ja, weil das Menschenopfer an sich nicht vor 2000 Jahren aufgehört hat oder vor 5000 Jahren, sondern immer noch präsent war in der Menschheitsgeschichte. Und zum Zweiten möchte ich kurz auf diesen Kontrast männlich-weiblich eingehen in dem Film. Ich habe ihn auch deutlich gespürt, bis auf die Medea bei den anderen Komparsenrollen sozusagen. Also gerade Frauen wurden häufig mit Kopftüchern dargestellt und auch sehr häufig ungeschminkt. Also völlig entfernt von diesem Ideal des weiblichen, attraktiven, der weichen Haut, des Zeigens von, ich nehme Bezug auf Masculine Domination zum Beispiel, ja, wo auch gewisse Züge der Kultur, der weiblichen, der Betrachtung, was ist überhaupt weiblich, erwähnt werden. Und eben das finde ich nicht in dem Film. Ganz im Gegenteil, das Attraktive sind die Männer in dem Film. Ja, die Männer tragen diese Hotpants, wenn man so will. Ja. Also es mag für Pasolini typisch sein, es mag seine Art von Humor sein, das so darzustellen, aber ich sehe da nirgendwo eine Schlechtstellung oder falsche Darstellung der Weiblichkeit in dem Film. Ganz und gar nicht. Und auch wenn jetzt Medea als besonders attraktiv und heraussticht aus den anderen Rollen, finde ich, dass das eher wie eine Parodie ist. Und dann dazu noch diese deplatzierte Musik des Asiatischen, die jeder, ich sag mal, nicht wissenschaftliche Zuschauer sofort als störend empfindet im ganzen Film. Einer, der jetzt nicht die ganzen Hintergründe über Pasolini kennt, dieses Asiatische, das ist eine Meditationsmusik, eine Musik, die normalerweise bei Ritualen, aber in Klöstern und in anderen Orten verwendet wird. Die wird nicht im alltäglichen Leben gehört, sondern das ist eine Musik, die bei Ritualen verwendet wird, was auch immer, ob das jetzt Menschenopfer ist oder wie auch immer. Aber das wirkt für mich sehr deplatziert und gerade das macht aber wiederum das Besondere daran aus. Also es hat eine Note, die kein anderer Film so hat. Also ich habe den Film heute zum ersten Mal gesehen und er war schon... Ja, man muss das erstmal verstehen. Also man muss diesen Kontrast wahrnehmen, aber ich finde an keiner Stelle, dass irgendwie das Weibliche oder also aus feministischer Sicht, dass hier irgendwas angegriffen wird. Ja, das ist nicht der Fall. Und speziell unter dem Buch nochmal Masculine Domination, also nochmal auf Bourdieu zurückzukommen, werden, glaube ich, nicht mal geschminkte Lippen gezeigt, außer bei Medea, ja, also so als Zeichen der ja, man muss das Buch gelesen haben, also ich gehe da nicht näher drauf eingehen. Barbarisch natürlich ist von Pasolini benutzt, weil es ist natürlich eine Provokation. Dieser barbarisch als Wort ist entstanden in einem sehr rassistischen in einer sehr rassistischen Bedeutung. Für die Altgriechen waren Barbaren, weil alle, die kein Griechisch sprachen, natürlich so, man kann nicht sprechen und dann, das ist barbarisch. Und dann, er hat als poetisches Wort gefunden, das war schon in Rimbaud und El Samorante. Es gibt eine dekadente, exotische Faszinierung der Barbarei. Und aus diesem Standpunkt hat natürlich Pasolini auch die Nachteile des dekadenten Exotizismus natürlich. Ich glaube, dass vielleicht Luca Carminati, wenn er über die Dritte Welt hat, diese untersucht, diese Klischee, die natürlich von Exotismus auch in Pasolini gibt. Aber so diese Faszination der Barbarei.
Über weibliche Milch bin ich ganz einverstanden, sondern es gibt kein Klischee über Weiblichkeit als Leidenschaft und Männlichkeit als Vernunft. Das ist nicht so leicht hier in diesem Film. Die archaische Kultur hat eine Logik. So, es ist logisch, so, hat eine andere Logik, aber es ist nicht nur Leidenschaft. Und die Männer sind natürlich die Sympathie ist für Medea, die Männer sind die schlechte Charaktere, aber es gibt auch eine gewisse unterdrückte Sympathie für diese Männer, nur weil sie als gewissenlose Junge gezeigt sind. Ja, natürlich. Ja, das ist auch die autobiografische Elemente von Pasolini. So, er hat immer diese Vorliebe für die Jungs aus Lumpenproletariat. Ja, und sie sind. Ja, und das ist hier diese Nahaufnahmen der Junge sind sehr im Caravaggio-Stil natürlich. Caravaggio spielt eine wichtige Rolle in diesem Film, wie in ganzen Pasolini. Sein zweiter Film, Mamma Roma, hat diese Widmung Roberto Longhi, der war der beste Kunstkritiker, Kunstwissenschaftler in Italien, etwa auch sein Professor in Bologna. Dieser Film ist Roberto Longhi gewidmet, weil er mir diese visuelle Folguration, sagt man auf Deutsch, Folgorazione. Offen sein vielleicht, oder ja, das noch nicht, das ist ja was mit Blitz, aber schwer zu übersetzen, Folgoration, also wie vom Blitz getroffen werden, ne? Ja. Oder Erleuchtung? Erleuchtung vielleicht, ja, diese visuelle Erleuchtung mir gegeben hat. Und es ist meines Erachtens ein sehr eigenartiger Fall, weil er ist ein Dichter, der vor allem so viele Jahre, die erste Hälfte seiner Karriere hatte, war er vor allem ein Dichter. Und als er angefangen hat als Filmregisseur, hat er einen nonverbalen, nicht literarischen Art von Filmen gedreht. Sind sehr visuell, sehr, Caravaggio spielt eine wichtige Rolle als die Literatur oder die Kunst. So. Der Film verfällt ja auch in eine Art Sprachlosigkeit. Ja, vor allem Medea. Vor allem Medea. Medea ist besonders sprachlos. Das hat keiner erwähnt. Ich glaube, wir müssen doch zur nächsten Frage übergehen. Ja, anknüpfend vielleicht auch an die Sprachlosigkeit oder die Stille des Films. Ich frage mich, ob man, abgesehen davon, wie der Mythos erzählt wird oder wie man den Mythos interpretiert, auf welcher Ebene man auch davon sprechen kann, dass es eine Art von mythischem Darstellen gibt, also mythische Ästhetik. Und ich denke da jetzt besonders, also die Frage richtet sich sozusagen auf das Visuelle. Also kann man sagen, dass Pasolini durch seine Beschäftigung mit dem Mythos auch eine andere Art, die Kamera zu verwenden, aufgebracht hat oder eine andere Art sozusagen des Visuellen. Ich denke so ein bisschen an diese schweifenden Kamerafahrten, die so ganz nah auch an die Dinge rangehen, wo ich sagen würde, es hat auch stark was Haptisches, es hat nicht eine ethnografische Qualität, also ein distanziertes Blicken, sondern hat eigentlich eher was von einem Einverständnis mit dem, was gesehen wird, also mit so einer naturhaften Selbstverständlichkeit von dem, was da ist. All sowas würde ich sagen, wäre sozusagen eine Entsprechung des Mythischen auf der Ebene des Bildes. Und das wäre so die Frage, ob man diesem Film da einen besonderen Status im Oeuvre Pasolinis zusprechen könnte in dieser Hinsicht, ob es Sinn macht, mit dieser Kategorie der mythischen Ästhetik zu argumentieren. Ja, ich glaube, dass er immer eine mythische Ästhetik gehabt hat. Selbst am Anfang seiner Karriere, diese so Akatone natürlich,
ist ein Meisterwerk über Lumpenproletariat, aber er ist nicht mehr neorealistisch. Es ist anders als Rossellini. Und weil er schon eine mythische Ästhetik hatte. So, dieser Lumpenproletariat war für ihn Mythos. Natürlich auch wegen der Musik, auch in Accattone, weil er so diese Geschichte von Lumpenproletariat mit Bach gedreht hat, mit Matthäus Passion und so weiter. Aber natürlich die mythische Phase seines Schaffens, die mit Vangelo und bis Medea dauert, hat eine besondere starke mythische Ästhetik und vor allem in Medea. Medea, meines Erachtens, ist ein schwieriger Film natürlich. Edipo Re vielleicht ist leichter oder vielleicht auch schöner, aber es ist ein schwieriger Film, aber ein sehr rigorös und radikaler. Und diese mythische Ästhetik hier ist sehr streng und sie besteht aus Körper und Landschaft. Diese aptische, Sie haben gesagt, diese überhaupt nicht distanzierte und nicht ethnografische Aufnahme ist eng mit Landschaft verbunden. Die Kappadokien, die Landschaft von Kappadokien spielt eine sehr wichtige Rolle und um die Körper auch. Ich glaube, diese mythische Ästhetik besteht aus diesen zwei Elementen, Körper und hier natürlich spielen die Körper in anderen Filmen vielleicht mehr, aber auch hier diese Kostüme, die sehr kreativ sind und sehr ästhetisieren. Man hat gesagt, es wäre zu schön sind. Diese Kostüme von Piero Tosi, der vor allem mit Visconti gearbeitet hat und nie mit Pasolini, nur in diesem Film. Diese Kostüme haben meines Erachtens auch die Körper schöner gemacht und die Körper spielen auch eine wichtige Rolle in dieser Ästhetik. Ja, wir haben jetzt keine weiteren Wortmeldungen gesehen und mir ist klar, dass ich jetzt nochmal ein großes Fach aufmache, aber ich würde gerne eine letzte Frage stellen, die mir besonders wichtig ist, nämlich die Frage nach dem Bösen in Medea oder vielleicht kann man es zuspitzen, handelt denn Medea böse? Um böse zu handeln, muss man natürlich ein Bewusstsein haben von der Grenze. Eben. Es muss eine Grenzüberschreitung sein, die eben nicht eine Sakrale ist, wie in Medeas archaischem Raum, sondern eine profane. Und man muss ja letztlich dann auch ein zweipoliges Bewusstsein haben. Diese Zweipoligkeit haben wir bei Glauke festgestellt. Vermutlich kann man sie auch bei Jason feststellen, weil sie ja verkörpert wird durch die zwei Kentauren. Also da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber man könnte es vermuten. Bei Medea ist es ja so, dass sie ist die Handelnde, die Haupthandelnde, die ist die Aktive, aber andererseits hat man doch immer wieder das Gefühl, als würde sie unter dem Einfluss einer fremden Macht handeln. Also ganz klar wird es ja in dem Moment, in dem sie in Ohnmacht fällt, als sie Jason sieht, aber auch was sie also dann später tut, das gibt ihr ja vielleicht die Sonne ein. Deswegen finde ich es, also sie ist immer so, schon eins mit ihrer Leidenschaft. Also ich würde schon doch auch sagen, dass sie leidenschaftlich handelt, obwohl es dann auch diesen wunderbaren Moment gibt, noch in dem Tempel, in dem sie dieses Vlies anschaut und man richtig sieht, sie fängt an, eben einen Plan zu ersinnen. Also deswegen wäre es die Frage nochmal, handelt, also kann man denn überhaupt von einem bösen Handeln sprechen bei Medea? Und eben, ist sie ganz einheitlich oder ist sie auch schon gespalten? Ja, es ist eine komplizierte Frage, aber
So im Lauf der Zeit, ich habe so viele Medeas gelesen, es gibt natürlich nicht alle, sind, ich glaube, 500. Man hat so aber ich habe so viele gelesen, im Lauf der Zeit ist die Identifikation mit Medea stärker geworden. Ja, in Euripides, man kann sie als böse nennen natürlich. Sie ist böse, weil sie barbarisch ist, weil sie natürlich die Kinder tötet. Aber man hat diese Einfühlung in Euripides. Ja, man natürlich, das ist immer im Theater. Also man hat Einfühlung auch für die bösen Charaktere. Aber in der Renaissance und barocke Theater, sie ist natürlich dämonisch und sie ist reine Bosheit. In Euripides nicht ganz böse, weil sie diese innere Konflikte hat. In Pasolini ist noch ganz anders. Also, es gibt keine Konflikte, es gibt keine innere Zweipoligkeit, aber meines Erachtens ist sie nicht böse, weil alles unvermeidlich war. So, es ist diese Idee von, es war eine Kette von Ereignissen und man konnte nichts anderes machen. Ja, das, ja, und vor allem in der Kindermordszene ist meines Erachtens die Einfühlung für uns Zuschauer besonders stark, weil sie natürlich so süß ist, so diese Mutterliebe ist, immer noch da ist. Die Szene, die einzige Szene, in der sie wirklich böse scheint, ist die Richtung des Bruders. Das ist ziemlich. So, der Abstand in diesem Fall ist meines Erachtens stark. Aber ich finde, sie so in diesem, wenn man eine Überlegung über Medea als böse machen will, muss man nicht Pasolini schauen, so andere Medea lesen, nicht diese. Ja, nee, alle weiteren Fragen würde ich sagen, klären wir dann draußen. Wir haben sehr, sehr viel erfahren heute Abend. Es war wundervoll, Ihnen zuzuhören. Vielen Dank, Massimo Fusillo. Einen herzlichen Applaus nochmal. Und auch an Christine Ott natürlich. Dankeschön.